Es ist komisch. Wenn man Menschen im Traum liebt, dann liebt man danach in der Realität genauso. Das ist offensichtlich eine so starke Empfindung, dass es sich durch alle Ebenen des Seins hindurch erhält. An einem finstern Ort wartete ich auf dein Signal, so lange, bis ich schon dachte, ich hätte es übersehen, bis du meine Antwort auf nichts schuldbewusst auslachtest, als wäre ich blind und du selbst wärst immer das Zeichen gewesen. Damals tropfte mir dein Augengift erstmals ins Bier. Schwer schluckend schmeckte ich Bitterkeit und erschrak über der gähnenden Tiefe der Zukunft, in die ich bald stürzen musste, um den Geschmack deines Trankes zu lernen. Erst schloss ich die Augen beim Trinken, da schmeckte ich nichts und blickte dich fragend an. Dieses Gift sind wir beide für dich, sagtest du und zogst tief, unverändert genießend dein Opium. Später mal gingst du mit und erklärtest mir, dass Geschenk im englischen Gift heiße und auch vom deutschen Gift komme. Und du bliebst, wenn ich dir dein Gift kaufte bei mir und ich mir als mein Gift zu schenken. Nach Monaten aber zunehmender Vergiftung war vom Schenken nicht mehr die Rede. In der Ermattung unseres Tausches sprachen wir einfach von Liebe, von uns. Und im Nebel unseres Rausches